Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Sorgt dafür, dass alle Fensterläden gut verschlossen sind, Toulouse. Oui, oui, FD. Glaubst du, Naturi hat recht, dass ein Orkan kommt, Handy? Wenn Naturi sagt, dass die Tiere ihm mitgeteilt haben, dass ein Orkan aufzieht, dann zieht auch ein Orkan auf. Alles klar, Frau Spatz. Festziehen. Gut. Jetzt seid ihr kleinen Piepmätze sicher vor dem Orkan. War mir ein Vergnügen, Frau Spatz. Ich befürchte, du hast recht, Frau Spatz. Der Orkan wird in ein paar Stunden hier sein. Hey, Torti, diese Dichtmasse sieht aus wie Vanilleeis. Vanilleeis? Das ist ja lustig, Handy. Es ist Buttercreme. Mm. Keine Sorge, meine teuren Lieblinge, ihr seid vollkommen sicher. Beauty, hast du alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen? Absolut schlumpfig, Handy. Gut. Daddy wird nicht zulassen, dass seinen Schnuckling-Babys was passiert. Einfach, weil Daddy seine Babys so liebt, nicht wahr? Schließt die Luken! Holt das Großsegel ein! Knotet die Hecktaue fest! Wir erwarten eine steife Brise aus Nordost! Beeilt euch, Matrosen, beeilt euch! Bist du bald fertig, Traumi? Ei, ei, Handy! Melde gehorsamst haben in wenigen Minuten, klar Schiff! Gut. Ja, ich liebe die Sprache der Seeleute. Hat irgendjemand Fauli gesehen? Zuletzt Eichen bei der Windmühle, Handy. Klagen Sie! Fauli! Fauli! Fauli, steckst du hier irgendwo? Fauli! 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 Oh. Draußen zieht der Orkan auf und du solltest doch die Windmühle sichern. Ein Orkan sichern und Windmühlen anziehen. Alles klar, Handy. Oh, hallo, Handy. Wie geht's denn so? Was schlumpfst du? Wir erwarten einen schweren Orkan. Erinnerst du dich jetzt wieder? Und jetzt verriegel die Tür und schließ alle Fenster. Worauf wartest du? Vergiss ja nicht das Wichtigste, Fauli. Diese Maschine hier muss gestützt werden. Die Flügel dürfen nicht abreißen. Und Fauli nicht wieder einschlafen. Es geht um das Leben der Schlümpfe. Hast du das kapiert? Ich verspreche dir, dich nicht zu enttäuschen, Handy. Steh bequem, Schlumpf. Ich seh später noch mal rein. Ich dachte, wir werden aber nicht einschlafen. Es könnte um das Leben der Schlümpfe gehen. Der Schuppen. Überprüft. Der Boden. Auch überprüft. Dann bleibt nur noch die Windmühle. Die steht noch aus, Papa Schlumpf. Ich habe Fauli damit beauftragt. Du hast Fauli die Sicherung der Windmühle übertragen? Wie sollte er sonst lernen, Verantwortung zu übernehmen? Er wird uns nicht enttäuschen. Er weiß doch, es geht um das Leben der Schlümpfe. Oh, Fauli Schlumpf, du hast überhaupt nichts verstanden von dem, was ich gesagt habe. Fauli! Fauli, wo bist du? Fauli, was hast du getan? Was hast du nur angerichtet? Du hast mir versprochen, nicht einzuschlafen. Du hast gesagt, du würdest mich nicht enttäuschen.
Aber... Schlümpfe! Schlümpfe! Oh. Ihr müsst mir helfen! Kommt mit! Schnell! Schlumpfine! Schlumpfine! Ich brauche deine Hilfe in der Windmühle! Fauli ist eingeschlafen! Beeil dich! Schlaudi, wir brauchen deine Hilfe! Komm schon! Ja. Ja. Was ist denn nur los? Wir müssen die Windmühle sichern, bevor der Sturm sie in Stücke schlug! Schlumpfine, du kümmerst dich um die Fenster. Schlaubi, Naturi, verrammelt die Türen. Hefti, du hilfst mir am Malwerk. Schnell! Beeil dich, Naturi. Wir müssen es schaffen, bevor der Sturm... Ah, richtig. Oh, tut mir leid. Ruhig, Baby. Es wird alles wieder gut. Ich bin ja bei dir. Das geht vorüber, meine süßen Babys. Ich lasse euch auch nicht allein. Macht euch keine Sorgen, meine herzigen Kleinen. Ich werde euch beschützen. Dieser Sturm ist ganz schön schlimm, aber noch schlimmer ist, ich weiß nicht, welche Soße ich auf meinen Pudding machen soll. Oh, hallo, Totti. Clumsy, Schlumpf. Also, du hast mir gerade noch gefehlt. Wir müssen die Achse zum Stillstand bringen. Sie ist außer Kontrolle. Ich weiß, ich weiß. Kann ich euch irgendwie behilflich sein, Handy? Nein, es ist doch nur deine Schuld, dass wir in der Patsche sitzen. Ich wollte nicht einschlafen, Handy. Bestimmt, ich wollte es ganz sicher nicht. Verschwinde jetzt, Fauli. Du siehst doch, wir haben zu tun. Hilfe, Naturi, unternimm doch was. Diese Vibration hält mein hochtrainiertes Gehirn einfach nicht mehr aus. Hilfe! Seid ihr alle in Ordnung? Uns geht's gut, doch jetzt sind die Flügel nicht mehr unter Kontrolle. Oh nein! Oh nein! Oh, erstaunlich. Einfach erstaunlich. Sind alle unverletzt? Ich glaube schon. Puh, war das ein wilder Flug? Da hast du abzuschlumpfig recht, Hefti. Mir ist noch ganz schwummerig. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so viel Angst gehabt. Ich werde erst mal nachsehen, wo wir hier eigentlich sind. Hilfe, Hilfe, hol mich wieder rein! Helf mir! Genau wie ich vermutet habe, wir fliegen immer noch. Aber nicht mehr lange, Schlaubi. Ich hoffe, ihr seid gute Schwimmer. Wir überqueren gerade den Ozean. Oh nein! Haltet euch fest! Haltet euch alle gut fest! Das kann man doch einer sensiblen Psyche nicht antun. Sind alle unverletzt? Ich hoffe, ja. Alles in Ordnung? Oh. Nein, es ist ganz und gar nicht in Ordnung. Es ist alles so verschwommen. Vermutlich habe ich eine schwere Gehirnerschütterung. Oh! Schlumpferje! Wir sind in einem Vulkan gelandet. In einem Vulkan? Nun, ich fürchte, das ist ein großes Problem. Hast du das gehört, Fauli? Hast du gehört, in welche Schwierigkeiten du uns gebracht hast? Diese Lavaformationen sind sehr aufschlussreich. Demnach bricht dieser Vulkan nur einmal in 500 Jahren aus. Na, immerhin eine gute Nachricht. Denn da dieser Vulkan nur alle 500 Jahre einmal aktiv wird, sind wir hier absolut außer Gefahr. Da hat Schlaubi recht. Fangen wir an, rauszuklettern. Wenn wir uns ranhalten, dann schaffen wir es. Ich würde sagen, in etwa einer Woche. Würdest du uns freundlicherweise mitteilen, wann die letzte Eruption war, Handy? Sofort. Also, wenn meine Berechnung richtig ist, dann war die letzte vor genau 500 Jahren. Auf den Tag genau. Der Vulkan bricht aus? Heute.
Der Orkan hätte noch mehr Schaden anrichten können, wenn wir nicht vorbereitet gewesen wären. Wem sagst du das? Denn Wind kann zarter Haut sehr viel Schaden zufügen. Stell, meine kleinen Schlümpfe, die Windmühle, die Windmühle. Was ist denn los, Papa Schlumpf? Ist die Windmühle denn beschädigt worden? Nicht nur beschädigt, Traumi, die Windmühle ist einfach auf und davon geflogen. Oh, Feuer. Aber das Schlimmste ist, 6 meiner kleinen Schlümpfe haben diesen Flug unfreiwillig mitgemacht. Was können wir jetzt tun, Papa Schlumpf? Wir müssen so schnell wie möglich dein Schiff klar machen und dann werden wir diesem Sturm folgen. Das ist eine gute Chance, sie zu finden, falls sie überlebt haben. Wir laden die Vorräte und setzen sofort die Segel. Ei, ei, Papa Schlumpf. Und mit etwas Glück können wir... Oh nein, der Sturm hat mein Schiff zerstört. Oh, Feuer, Papa Schlumpf, jetzt werden wir unsere Freunde niemals wiedersehen. Verloren für immer? Ich hasse verloren für immer. Unsinn, meine Schlümpfe. Wir werden das Schiff reparieren und versuchen, ihnen zu folgen. Entschuldige, Papa Schlumpf. Es wird nicht möglich sein, das Schiff zu reparieren ohne Handy. Er hat es erbaut und er ist der Einzige, der die Pläne kennt. Genau, er hat recht, Papa Schlumpf. Einen Moment mal. Für einen Schlumpf gibt es das Wort unmöglich nicht. Ist das klar? Ich hasse unmöglich. Wir haben schon andere Hindernisse überwunden. Und wir werden es wieder schaffen. Komm schon, Staubi. Wir brauchen deine Hilfe. Ich bin mir noch nicht ganz über die aerodynamischen Implikationen im Klaren, die hier eine wesentliche Rolle spielen. Gesetzt den Fall, der Rotor wird verbunden mit dem... egal. Wieso überlässt du die Schlumpfodynamik nicht Handy, Staubi? Ausgezeichnet, das geht in Ordnung für mich. Aber immer bin ich ein intellektueller Prediger, der in einer einsamen Wüste herumschlumpft. Das ist gut. Jetzt nur noch ein Schlumpfimeterchen weiter nach rechts. Genau da. Schlaubi, du schmeißt den vorderen Schlumpfilisator an. Zumal das natürlich der wichtigste Teil der Arbeit ist. Absolut. Eine kluge Entscheidung könnte von mir sein. Wenn es hart auf hart gehen sollte, können wir auch ohne das Ding fliegen. Sieht ganz so aus, als ob die Feuersuppe gleich überkocht. Noch ein paar Stunden und der Vulkan fliegt uns um die Ohren. Oh, Handy! Ob uns der Wirbelschlumpfer rechtzeitig raustragen wird? Sicher doch, Schlumpfine. Ich hoffe es wenigstens. Was kann ich denn tun, Handy? Wo kann ich denn anpacken? Sag, was liegt denn an, ne? Tja, weißt du, Fauli, ich denke, du könntest vielleicht... Wir brauchen deine Hilfe nicht, Fauli. Stell dir vor, wir wollen sie nicht mal. Denn ohne deine Hilfe wären wir doch gar nicht hier. Und falls wir umkommen sollten, dann hast du alleine Schuld daran, ja? Und wenn du es machst, sollte... Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Was denkst du denn so, Handy? Glaubst du auch, es ist meine Schuld? Nun, Fauli, weißt du, Lass gut sein, Handy. Ich glaube, Schlaubi hat recht. Oh, Schlaubi, das war so gemein. Mach dir keine Sorgen um mich, Schlumpfine. Ich gehe euch aus dem Weg, solange bis die Maschine gebaut ist. Zwirli wird das Segel in kürzester Zeit flicken. Und wenn wir dieses Leck repariert haben, dann wird dein Schiff so gut wie neu sein. Etwas weiter runter, Fabi. Noch etwas weiter. Gut. Ein Schlumpf weiter nach rechts. Haltet euch ran, die Zeit wird knapp. Na also, wir haben es geschafft, meine Schlümpfe. Du hattest recht, Papa Schlumpf. Alles klar, Fabi, kapp das Seil. Nun, Kapitän Traumi, setz die Segel in Richtung Ozean, während ich den Kurs ausrechne. Ei, ei, Papa Schlumpf! Los, ihr Landratten! Setzt das Großsegel! Haltet das Segel straff! Zieht den Besan hoch! Ach, Steuerbord! Ich übernehme das Ruder! Ich hoffe, Sie finden unsere Freunde bald. Espero que sí, Beauty. Oh, das ist ja Spanisch, Tulusi. Was heißt denn das? Woher soll ich das wissen? Ich kann kein Spanisch. Seid so, dass ich wirklich wertlos bin. Wenn irgendwas schiefläuft, dann werde ich beim Nickerchen erwischt. Ich bin zu müde, um darüber nachzudenken. Ich werde darüber nachschlafen. Ja. Fauli? Fauli! Die Schlümpfe brauchen dringend deine unglaubliche Kraft, deinen legendären Mut und ein schon sprichwörtlich zu nennendes klares Denkvermögen. Doch wenn du es wichtiger findest, ein Nickerchen zu halten. Nein, nein, Schlumpfine. Weißt du, schlafen ist ja schlumpfig. Doch es ist nicht annähernd so schlumpfig, wie meinen Mitschlümpfen zu helfen, wenn sie in höchster Not sind. Wie kann ich dir helfen, Schlumpfine? Du musst dieses grauenhafte Monster verschwinden.
verscheuchen, dass unser Dorf angreift. Störenfried? Nun, dann gehen wir es an. Alles, was ich dazu brauche, ist ein Schlumpfkatapult und eine Zwiebel. Oh, Fauli, du bist so klug und so furchtlos und so überhaupt. Eine Zwiebel? Fürchtet euch nicht, kleine Schlümpfe. Ich werde dieses Monster verjagen und dann werden wir heute Nacht alle wieder ruhig schlafen können. Ja! Hier ist eine Zwiebel. Ich danke dir. Und jetzt setzt mich auf das Katapult und lasst uns endlich die Sache hinter uns bringen. Ich war gerade mitten in einem schlumpfigen Traum. Wenn du so weit bist, feuer mich ab, Handy. Du bist so toll und so unglaublich stark und so gut aussehend. Ich will dir deswegen einen großen, dicken Kuss geben. Ich danke dir, Schlumpfine. Doch zurzeit sind meine Küsse sicher tödlich. Oh, Fauli, du bist so selbstlos. Hau ruck! Hoffentlich fliegt es genauso gut, wie es aussieht. Das werden wir gleich herausfinden. Schlumpft auf eure Station! Der Vulkan wird jeden Schlumpfen wir los! Schnell, Schlumpfine! Beeilt euch, wir schlumpfen in einer Minute ab! Nein, sofort! Der Vulkan kann jede Sekunde hochgehen! Wir warten auf Schlumpfine, sie holt Fauli! Oh nein, Fauli wird doch unser Ruin sein! Wenn wir auf ihn warten, werden wir alle verdampfen! Schlumpfine, vergiss Fauli! Nach der Eruption können wir ihn dann hier suchen! So schlimm wird's nicht werden! Schnall dich jetzt fest, Schlaubi! Sie sind gleich da! Fauli! Es wird höchste Zeit, dass wir abfliegen! Oh, Fauli! Fauli, komm doch auf! Wir müssen uns beeilen! Bemühe dich nicht, Schlumpfine! Ich werde hier bleiben! Was? Ich habe es nicht verdient zu leben! Ich habe meine Freunde enttäuscht! Alles ist meine Schuld! Durch meine Schuld sind wir diesen Vulkan! Mach dich doch nicht lächerlich! Wir lassen dich nicht hier! An zu schlumpfen, sie sind hier! Schneid dich fest, Schlumpfine! Und wo soll ich sitzen, Handy? Da drüben, Fauli! Da sind gar keine Pedale dran. Ganz recht, Fauli, wir wollen deine Hilfe nicht. Du bist zu unzuverlässig, Schlaubi. Es ist ein 5-Schlumpfstärken-Modell, Fauli. Es tut mir leid. Auf geht's, Handy! Wir müssen hier rauskommen! Voller Schlumpf voraus! Schlaf schön, Fauli, Faultier! Während wir uns hier für unser Leben abstrampeln! Wir schlumpfen jetzt los! Jetzt schlumpfen wir! Wir schlumpfen! Schlumpf weiter, wir sind noch nicht aus der Gefahrenzone! Haltet durch, Schlümpfe! Ich übernehme das Steuer! Ihr müsst weiter stampeln! Stampeln, was der Schlumpf hält! Gebt dich auf, Schlümpfe! Gebt dich auf! Sterben werden wir alle! Hier stirbt keiner! Festhalten! Du hast es geschafft, Fauli! Du hast uns gerettet! Das habe ich, Schlumpfine, nicht wahr? Oh! Schlumpf weiter, wir können hier nicht landen. Ich kann nicht mehr länger weiter schlumpfen. Ich kann auch nicht mehr. Du musst ganz schnell einen Landeplatz finden. Ich suche ja schon, doch ich finde keinen. Los, verschwinden wir hier. Springt! Oh, mein Kopf, der tut mir weh. Das war haarscharf. Für eine Weile dachte ich, jetzt wären wir hinüber. Hefti, Hefti, das kann alles noch kommen. Noch sind wir nicht gerettet. Schlümpfe, Schlümpfe, seht nur, wir sind gerettet. Ein paar Schwimmer der Tübner-Schule haben uns entdeckt. Und ich glaube, sie wollen uns nach Hause bringen. Hä? Das sind keine Tümmler, Schlaubi, das sind Haie. Ein Hai? Wie geht's denn, Herr Hai? Ich,
bin schlau wie Schlumpf. Sie wissen doch, Schlümpfe, niedlich, liebenswert und vor allem aller Tiere Freund, verstehen Sie? Ich fürchte, er hat mich nicht verstanden. Oh nein, und was machen wir jetzt? Hey, ihr Haie, Schlümpfe verspeist man nicht. Das gibt Verstopfung. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich muss gestehen, manchmal setzt du mich in Erstaunen, Naturi. Ich war an meinem ganzen Ding noch nicht so durchgebrochen. Oder so nass. Oder so hungrig nach intellektueller Stimulation. In der Tat. Bist du sicher, Handy? Ach so, Schlumpfi, Schlumpfine. Das ist mein Achsenfett. Ich habe mich damit beschmiert, als ich mir den Kopf stieß. Und Fauli hat auch was davon an seiner Mütze. Du bist also gar nicht bei der Arbeit eingeschlafen. Du hast dir deinen Kopf gestoßen. Schlümpfe, wir schulden Fauli alle eine Entschuldigung. Vor allem, nachdem er unser Leben gerettet hat. Ja, Entschuldigung, Fauli. Vielen Dank, ihr Schlümpfe. Ich kann euch gar nicht sagen, was mir das bedeutet. Ich meine... Hey, seht nur da! Das ist doch Traum, die suchen nach uns! Wir sind hier, Papa Schlumpf! Hilfe, Papa Schlumpf, hier sind wir! Hilfe! Ich wusste, wir finden sie. Durch das Ausrechnen der Geschwindigkeit und der Windrichtung. Ich hasse Wind! Volle Fahrt voraus, Traumi! Ja! Ja! Hurra! 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 Wir haben uns große Sorgen um euch gemacht, meine Schlümpfe, aber jetzt geht's nach Hause. Die neue Windmühle wird wirklich schlumpfig, Papa Schlumpf. Hervorragend, Handy. Ist Fauli denn eine echte Hilfe? Ach so schlumpfig, das ist er. Ich kann Fauli jetzt jede Arbeit anvertrauen. Ich bin stolz und glücklich, das zu hören, Handy. Natürlich ist er für manche Aufgaben besser zu gebrauchen als für andere. Thank you.